Herzlich willkommen, liebe Jungs und liebe Mädels. Ich bin der Solero und wir spielen Skyrim. Ja, letztes Mal bin ich ein bisschen abgekackt, hab ein bisschen gefailt, hab mich töten lassen, weil ich, wie ich so bin, stumpfsinnig da reingerannt bin und ja, dann war das ein bisschen zu viel und ich bin draufgegangen, aber dieses Mal packe ich das. Und ich hoffe, meine Schildschwester Fagas wird mir jetzt diesmal größere Hilfe sein, als es das letzte Mal war. Und ich wollte jetzt hier noch diesen... meinen Bogen hier aufladen. Man kann den ja aufladen, der ist ja verzaubert. Und dazu braucht man hier so schöne Seelensteine. Und schon ist er ein bisschen mehr wieder aufgeladen. So, dass ich wieder Seelen fangen kann. So. Okay. Ich werde jetzt auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe immer den Hang, direkt irgendwo reinzurennen. Ach ja, wir sind immer noch unterwegs für die Gefährten und versuchen, so ein Stück raus zu... Ist der tot oder lebt er noch? Ich glaube, der ist tot. Okay. Ja, wir sind unterwegs für die Gefährten, um ein Stück von so einem komischen... von so einer Axt zu bekommen und ja, aber wir sind in so einen Hinterhalt gelangt. Ja, Fagas, du bist ja doch nützlich. Ja, wir sollten so dieses Stück da holen, aber irgendwie ist hier die silberne Hand und irgendwie hat sich rausgestellt, dass Fagas ein Werwolf ist. Ja, alles mysteriös und wir sind immer noch unterwegs und versuchen, das alles rauszufinden. Stahlschwert, das braucht man noch gar nicht. Ja. Genau, sind immer noch unterwegs und ja, versuchen endlich jetzt mal auch eine... Also das ist unsere Abschlussquest für die Gefährten und das versuchen wir... Naja, versuchen das und sind schon dran gescheitert einmal. Aber diesmal kriegen wir das hin und ja. Und ich hoffe, die lassen uns dann auch zu einem Werwolf werden. Habe ich den schon durchsucht? Nee. Ich habe ja gesagt, ich will euch alles zeigen und dazu gehört nun mal auch der Werwolf. Ich glaube aber... Was? Scheiße. Ich wollte doch nicht schießen. Kst, Vargas, nach hinten! Ja, guter Köter. Die Silberschwerte sind schon ordentlich Asche wert, aber ich habe mittlerweile keinen Platz mehr, das alles mitzunehmen. Dann lasse ich es halt. Ist hier noch einer? Nee, ich sehe nichts. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo einen Pfeil gehabt. Na egal. Was? Oh, halt die Klappe. Silberhalskette. So, hier muss doch irgendwo noch ganz viel nettes Zeug sein. Gold und komische Tränke. Gold können wir immer gebrauchen. Vor allem nachdem wir unser schönes Haus gekauft haben und da ein bisschen pleite sind jetzt. Ach ja. Nee. Noch ein bisschen. Ja. Elfenhelm. Hatten wir den nicht schon? Warte. Ja, Elfenhammer hatten wir schon. Na mal, was kann man denn jetzt hier noch wegschmeißen? Gucken wir mal in den Rüstungen, was wenig wert ist. Lederhelm fein, ja. So, haben wir wieder ein bisschen Platz. Und hier, ach, ist noch eine Tür versperrt. Ja, wir als Profi-Dieb, ne? Ist das kein Problem, hier reinzukommen. Na, was ist denn hier Leckeres? Und lauter Zutaten für Alchemie. Noch ein Mehl. Ist hier noch irgendwo? Nö, ich glaube, das war alles. So. Unsere Schildschwester steht im Weg und wir sind voll bepackt. Ach, du grüne Neune. Die packen wir auch nochmal weg. Ja, haben wir gleich wieder ein bisschen Platz. So. Kurz abspeichern. Ey, warum werden die denn nicht angezeigt?
komm her! Ach, das ist die Bande, gegen die wir letztes Mal verloren haben. Aufgepasst, Bruder. Oh, Vollgas, ey. Dass der Bruder. Typ immer im Weg stehen muss. Schildschwester. Nee. Habt ihr nicht drauf? Bringe euch unter die Erde. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ah, doch. Ich werde die Oberhand gewinnen. Und du wirst sterben. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. So. Ich werde euch in zwei reißen. Mal unsere Schildschwester zu nichts zu gebrauchen. Der geht schon wieder am Abkacken hier, ey. Ich glaub's ja nicht. Jetzt stirb schon. Ihr seid tot. Tot. Jetzt reicht es. Ja, mir reicht's schon lange. Ich will ja endlich raus. Oh Mann, ey. Jetzt ist aber genug hier. Stahlpfahl. Ja, mehr können wir nicht nehmen. Oh, ich würde gerne dieses Schwert mitnehmen, aber naja. Was hast du dabei? Ich bin. Was habe ich denn schon wieder jetzt eingepackt? Schon irgend so ein Scheiß jetzt wieder? So, irgendwas muss ich jetzt hier noch loswerden. Lederrüstung. Ja. Ja. So, haben wir wieder Platz. Was ist da Schönes drin? Oh. Da ist auch noch eine schöne Urne. Oh Mann, ich und meine Sprachfehler. Ja, da sind auch hier die Viecher, die man schön looten kann. Die haben auch immer schön Gold dabei. Eisen an den Stahlbahnen sogar. Na, das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. So, was hast du noch dabei, mein Freund? Okay, daukeli. Dann müssten wir eigentlich alles haben, ne? Ja. Ich tu mir nochmal vollpacken hier. Und abspeichern. Diese komischen Skiver, ey. Ist der Pfeil nicht fällt. Mögen euch die Götter fetten. Mann, jetzt kommen wir ein paar. Scheiße. Komm, Fahrgas, mach mal. Da hat man, Okay. Ist nix. Oh, ich nehme immer Sachen auf und dann bin ich überladen, ey. Was ist denn das schon wieder? Stahlrüstung. So. Tun wir das blöde Schild weg. Oh, wieder ein Türchen. So, schon offen. Unten müsste ein Punkt geben. Jep. Ist auch noch eine Urne. Ja, die Höhle zieht sich jetzt echt ein bisschen. Hab die gar nicht so lange in Erinnerung. Ah. Ah, die Viecher bringen es ja nicht. Oh, ich glaube, mir gehen auch wieder bald die Pfeile aus. Ich hoffe, die ist echt bald zu Ende. Ich habe jetzt die Nase voll. Ich will nach draußen. Oh, das schaut nach Spiders aus. Batz. Da ist ja noch einer. Ah, du bist aber gleich tot. Ja, Fahrgas ist keine große Hilfe, muss ich sagen. Ich habe den irgendwie auch Stärke in Erinnerung. Aber naja. Ist ja auch nur eine Schildschwester. Kein Schildbruder. Was werden wir denn da mehr beachten?
Ah, da hinten ist noch so ein Drrrr. So. Ah, oh, das ist so ein fetter auch noch. Der nicht mit einem Schuss kaputt geht. So, da ist noch einer. Nein, daneben. Okay. Er hat uns gesehen, läuft uns jetzt entgegen. Bleib halt stehen. So, sterbt schon! Komm, Fahrgas, hau zu! Und das mal voll daneben, ey. Ja, die nehmen wir mal mit. Nur zur Reserve. Falls wir Pfeile brauchen. Was ich befürchte. Ach, da ist der andere, den wir platt gemacht haben. Ist hier noch was? Nee. Düdlü. So, haben wir es jetzt mal bald hier. Ach, ich tue schon wieder so einen Scheiß aufheben. Mann, Mann, Mann. So. Will doch nur das Gold. Mehr will ich gar nicht. Hier ist erstmal nichts. Och. Nee, doch nicht. Okay, gut. Oh Mann. Heute habe ich es irgendwie schon irgendwie nicht drauf. Ich tue einfach alles reinpacken, was so geht. Eisen kriegen, Axt braucht man nicht. Ich glaube, gleich müssten wir es haben. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie die ganze Sache endet. Hier in dieser Höhle, in dieser Grabkammer. Ah, da oben ist schon wieder so ein Drachenschrei-Dingens. Oh, oh, ich erinnere mich. Und oh, mir gefällt's nicht. So, erstmal den Drachenschrei lernen. Was lernen wir denn da? Feueratem. Gucken wir mal gleich nach. Drutsch. Wo sind die Schreie? Hier sind die Schreie. Feueratem. Atmet Luft ein, atmet Feuer aus. Das Tum erschafft ein Flammenmeer. Nehmen wir das? Nehmen wir das oder nehmen wir das nicht? Ich wollte eigentlich das Ding aufbewahren. Die Drachenseelen. Ich habe das beim letzten Mal durchspielen nicht so oft genutzt, dieses Feuerding, und fand das auch gar nicht so praktisch. Ich glaube, ich lasse das erstmal und spare mir die Drachenseele. So, ach, hier ist das Fragment von Wutrad. So heißt diese komische Axt, die wir da eigentlich, dieses Stück da suchen. Okay. Kehrt noch die neue Waske zurück. Ich habe gewusst, dass es noch passiert. Okay. Ja. Zwergenschild. Och, das ist ja mal viel Asche wert, aber nee, wir haben keinen Platz. So, haben wir hier noch irgendwo was, was wir billig wegschmeißen können? Ach komm. Weg damit! Jetzt müssen wir uns hier erstmal... Ach komm schon. Hier, das, was ich befürchtet habe. Hier kommen nämlich ganz viele dieser Scheißviecher da. Oder? War doch das. Oder? Kommen doch jetzt noch mehr, oder? Ja, es kommen noch mehr. Ach, ich hab's befürchtet, dass das das war. Ach, na gut. Machen wir die halt noch schnell platt. Gibt ja alles irgendwie Erfahrung. Wenn es auch keine XP gibt, so wirklich. Hallo.
komm, hau rein. Lad mal schneller nach. Ich werde euch töten. Ja, töte mal los, Schildschwester Fargas. Dankeschön. Kann ich mir die Pfeile sparen. Ja, wie viel gibt's denn dann noch von euch? Wahrscheinlich bis alle auf sind. Ja, klasse. Glückstreffer. Alter. 59, okay. Ich hätte gern die 60. Wo bist du denn hin? Oh, dass die auch immer abhauen. Ey, bleib stehen. Wo schlägst du überhaupt hin? Ich stehe vor dir. Oh, oh. Eisenpfeil auch noch. Alter Nordpfeil, ja gut. Und uns gehen die Pfeile aus. Und es hört einfach nicht auf. So ein Müll. Das wird wunderbar? Nee, ich glaube, es wird nicht so wunderbar. Warum halten wir denn so viel aus? Okay, ich brauche Heilung. Oh Mann, ey. Schlussendlich muss ich mir dann doch noch ein Schwert schnappen, oder was? Okay, nochmal heilen. Wir gehen noch langsam die Tränke aus. So, haben wir es jetzt? Ne, da ist noch einer. Komm her, mein Freund. Ey, Schildschwester, guck mal hinter dir. Ja, guck blöd in der Gegend rum und tut nichts. Naja, kann mir schon vorher erfahren, dass er nicht gerade der Hellste ist. Aber was wir machen, wenn man so einen Bob mitkriegt. Ja, wir haben hier genügend noch Platz. Diese ganze Looterei immer, ey. Das dauert und dauert. So, so, so. Oh, 3500 Gold haben wir schon wieder. Das ist ja gut. Ich dachte, wir hätten weniger, aber dann können wir uns ja doch mal wieder perfekt ausrüsten. So. Ach, lass stecken. Ich habe jetzt keine Lust, hier alle zu durchsuchen. Aber die Rune, Urne nehme ich noch mit. Wieso will ich denn immer Rune sagen? Völlig unlogisch. Da haben wir es auch endlich geschafft, diese doofe Höhle da. Ging mir auch schon tierisch auf den Sack. Vor allem, weil wir gestorben sind. Das hat mich schon in meinem Stolz verletzt, dass ich dafür gestorben bin. Aber kann passieren. Und es fehlt nicht mehr viel. Dann sind wir Stufe 14. Ja. Noch ein Punkt auf 60. Dann können wir auch irgendwelche schönen neuen Fähigkeiten lernen. Bei Schießkunst. Jo. Immer diese versteckten Dinger da. Das war der Anfang. Schauen wir mal in der Truhe. Ist nichts drin. So, dann hauen wir endlich mal hier ab. Ich habe nämlich keine Lust mehr hier rumzugammeln. Endlich nach draußen frische Luft schnappen. Tudulu. Diese Ladebildschirme. Ja, ein Magier fehlt mir auch noch. Also das damit durchzuspielen, aber irgendwie... Also ich habe schon einen angefangen, aber das hat mir nicht so einen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wo ich das jetzt hier gerade sehe, mit diesen magischen Veränderungen und bla 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 und blub und das nicht gesehen. Fand das immer ein bisschen langweilig. So,
Das nehmen wir noch mit, das Kräutchen hier. Und dann machen wir Schnellreise. Keine Lust, jetzt da noch zu latschen. Hui! Chemielabor. Haben wir nur noch ordentlich wieder was zu verkaufen? Ich glaube, die haben genügend Gold. Damit ich das alles auch loswerde. Wie gesagt, am Ende hat man so viel Gold, ich musste am Ende wirklich die ganzen Sachen, die ich gefunden habe, einlagern. Weil ich es einfach nicht verkauft gekriegt habe. Also, man kann schon verkaufen, aber wir haben ja nur ein gewisses Maß an Gold dabei. Ich habe hier einige gute... Ja, ich will nur verkaufen. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So. Verkaufen wir erstmal das hier. Zack. Zack. Ach nee, die erstmal nicht. Ich wollte mir neue Pfeile kaufen. So. Das entzaubere ich. Vergesst nicht auch Gehe ich zu deinem Main ran. Ja, ja, ich will auch gerade reingucken. Ach ja, wir sind eine Stufe aufgestiegen. Das machen wir nochmal gleich. Zuerst. Ja, Gesundheit. Na, nachdem wir gestorben sind, nehme ich erstmal Gesundheit statt Ausdauer. So, Verzauberung, Schmiedekunst, Schwerrüstung, Schießkunst. Was haben wir denn hier noch so? 50 Schnellschuss. Ah, das möchte ich hier haben, hier mit schussbereitem Bogen laufen zu können. Kann ich auch ein bisschen davon laufen, aber wisst ihr was? Ich behalte mir den Punkt jetzt erstmal auf ich und sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Aber hebt mir diesen Punkt erst auf. Wollt ihr euch schützen und, oder Schaden wenn wir die nächsten Stufe auf, also wenn ich den nächsten Punkt habe in Schießkunst, dann tue ich den da. Setze ich diesen Punkt da rein, ne? Es fehlt dir nur noch ein Punkt auf 60. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Aber ich glaube schon. So. Hast du noch was Schönes für uns? Nee, ne? Nichts Verzaubertes oder sowas Nettes. Nee, nee, nee. Zwergenpfeil nehmen wir mal mit. 4.688 Gold haben wir. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Dann gehen wir noch hier in den trunkenen Jägersmann oder wie er auch immer heißt hier. Der hat doch auch immer schöne Pfeile. Vielleicht sogar einen tollen Bogen. Ein Bogenschütze? Oh, da habe ich genau das Richtige. Gesegneter Jagdbogen, bla bla bla. Ja, der hat genügend Pfeile. So. Komm, ich nehme alle Pfeile gleich mit. Wir verhauen dir ja so viel davon. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, mir auch. Ups, da hänge ich fest. Ja, noch rennen wir noch zu einem guten alten Belitor. Verkaufen noch die anderen Sachen, die wir gesammelt haben. Wahnsinn, Goldketten, Silberketten da. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt mir, alles steht zum Verkauf. Alle. Werft einen Blick darauf. So, was haben wir hier? Nix. Nee, das wollte ich entzaubern. So, dann haben wir auch wieder gut Gold gemacht. Was haben wir denn noch so alles hier? Das wollte ich behalten. Was haben wir hier? Oh, ja. Bücher, die wir nicht brauchen. So. Ah, komm, diese komischen Gifte verkaufen wir mal. Bep, 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 bep.
Tragfähigkeit. Ah, nee, brauchen wir jetzt nicht. Ah, nee. Ah, ach, egal. Jetzt habe ich es verkauft. Macht auch nichts. So, dale. Bitte kommt wieder. Geh noch rüber zu der Alchemie-Tante. Mal schauen, ob die für uns noch ein paar Heiltränke hat. Weil da haben wir jetzt doch ziemlich viele verbraucht und haben nicht mehr so viele. Vor allem, wenn wir wieder so einen komischen Drachen begegnen. Sag mich, ihr seht etwas blass aus. Werft einen Blick drauf. Da. Zaubertrank des Heilers. Ne, brauchen wir nicht. Nehmen wir mal alle mit. Haben wir hier noch irgendwas, was wir brauchen könnten? Nö. Dann schauen wir mal, was wir noch so verkaufen können. Zauberlang ist schon mittlerweile. Die Finger. Nee, komm, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir noch wieder ein paar. Okay. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr. Wie sieht es mit dem Platz aus? Ja, auch. Ja, dann auf zu den Gefährten. Auf dass wir auch ein Gefährte werden. Brumm, 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 brumm. Nicht die Elfen oder ihre Speichellecker. Wir haben schon auf eure Rückkehr gewartet. Weshalb habt ihr auf mich gewartet? Kommt, folgt mir. Er wollte mich doch auch nur beißen und zu einem Werwolf machen. Brüder und Schwestern des Zirkels, heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Mhm. Wer wird für ihn sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in seinen Geschichten schwelgt. Wuhu! Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Sein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner, grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Ja, so soll es sein. Nun, Junge, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Das habe ich auch nicht vor. Stimmt es, dass die Gefährten Werwölfe sind? Wie ich sehe, hat man euch verfrüht in einige Geheimnisse eingeweiht. Macht nichts. Ja, es ist wahr. Das trifft aber nicht auf alle Gefährten zu. Nur durch die Mitglieder des Zirkels strömt das Bestienblut. Einige finden daran größeren Gefallen als andere. Und was ist mit euch? Nun, ich werde alt. Mein Geist blickt zum Horizont. Nach Sovngarde. Aber ich fürchte, dass Shor einem Tier nicht die gleiche Ehre zuteil lassen wird wie einem wahren Krieger der Nord. Das Leben als Bestie zieht unsere Seelen zum dädrischen Fürsten Hircine. Einige mögen ja eine Ewigkeit in seinen Jagdgründen bevorzugen. Ich aber sehne mich nach der Kameradschaft von Sovngarde. Hm. Ja. Hofft ihr euch selbst zu heilen? Ja, aber das ist nicht einfach. Aber ihr müsst euch nicht mit den Sorgen eines alten Kriegers belasten. Heute werden wir eure Tapferkeit feiern. Und sprecht mit Eolund, wenn ihr eine bessere Waffe haben wollt als... was auch immer das ist. okay. Schön, schön. Jo, wir sind jetzt ein Gefährte, wir haben es geschafft.
Ja. Juhu. Zu Eolund sollten wir rausgehen. Dann zum Eolund Graumine werden wir nochmal hingehen. Vielleicht hat er eine bessere Waffe als, als wir haben, was auch immer das ist. Schauen wir mal. Ist er schon da? Ja, er ist schon da.